Das ist natürlich so, das ist so ein Radmechanismus, wo man denkt, oh, hier Wasserkraft oder was auch immer, wunderbar, ist neu erfunden. Nein, nein, natürlich gab es diese Mechanismen schon früher und werden dann immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Das ist natürlich so ganz interessant. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem weiteren Review hier bei Hunter and Friends. Und heute stelle ich euch einen kleinen Klassiker vor, The Palaces of Carrara, die Paläste von Carrara. Kramer Kiesling sind die Autoren. Wolfgang Kramer, Michael Kiesling, Franz Vohwinkel hat es illustriert. Ein Klassiker oder ein moderner Klassiker, kann man sagen. Eigentlich von 2012, damals Hans im Glück. Und Gamebrewer ja hat sich entschlossen, das ganze Ding einfach zu reprinten und wieder rauszubringen. Irgendwie kommt mir das ja so bekannt vor. Aber ja, gut, haben nicht nur ich die Idee gehabt, alte Spiele mal wieder rauszubringen. Und das Ganze lief dann über Gamefound, ist jetzt für 2 bis 4 Spieler, 90 Minuten, 10 Jahre. Ein Eurogame, so leichtes Kennerspiel, würde ich sagen. 2013 war es nominiert zum Kennerspiel des Jahres, hat es aber nicht gewonnen. Und ich kannte das Spiel bislang noch nicht, habe also den Klassiker nie besessen, das ursprüngliche Spiel, und auch nie gespielt. Und ich finde es natürlich immer interessant, solche Klassikerlücken mal zu schließen, um zu gucken, was taugen diese Spiele jetzt auch noch im Kontext der Gegenwart, ja, im Vergleich zu den aktuellen Spielen. Lohnt sich hier dieser Reprint, wenn ihr das Spiel noch gar nicht habt? Das möchte ich hier in dieser Review euch gerne beantworten. Was ich nicht so gut beantworten kann, sage ich gleich mal vorweg, ist der Vergleich zu den bisherigen Versionen. Weil ich die alte Version nicht habe, ist diese Review generell eher so ein bisschen dazu gedacht, euch zu sagen, wenn ihr das Spiel auch nicht habt, braucht ihr das jetzt im Vergleich vielleicht zu vielen anderen modernen Spielen. Aber erst gebe ich euch einen kleinen Spielüberblick, eine kleine Spielübersicht, damit ihr wisst, worüber ich hier rede. Und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Ihr seht die Paläste von Carrara in der Übersicht. Es gibt bei dem Spiel 2 Varianten, eine einfache, eine fortgeschrittene. Ich habe hier die fortgeschrittene für 2 Spieler aufgebaut. Sie ist einfach nur ein bisschen, hat ein bisschen Zusatzmaterial hier. Wir haben diese Statuen, wo es dann extra Wertungen dafür gibt. Es gibt diese Dekorationen, die die einzelnen Gebäude nochmal aufwerten. Aber das war es im Prinzip schon. Und noch so ein paar, hier so ein paar extra Wertungen. Es ist nicht so wirklich unterschiedlich. Deswegen kann ich es, glaube ich, einfach hier in der fortgeschrittenen Variante euch kurz erklären. Wir versuchen hier Gebäude zu bauen und die möglichst gewinnbringend zu werten. Wenn wir dran sind, haben wir immer nur 4 Optionen. Wir können uns entweder neue Steine besorgen, hier von unserem Ressourcenrad. Wir können Gebäude bauen, wir können eine Wertung auslösen oder können passen und einfach 2 Geld nehmen. Das Ressourcenrad funktioniert, ja, wie man es von einem Ressourcenrad kennt, auch ganz interessant. Wenn ich mich entschließe, Ressourcen zu nehmen, kann ich immer hier einmal drehen. Dadurch werden die Preise hier immer billiger. Und das ist immer zusammengezählt an Geld, was die Steine kosten. Hier würde jetzt ein blauer 1 kosten, ein grüner 2 und so weiter. Und ja, der violette, der billigste, der ist hier schon umsonst. Und ihr seht, je weiter es hier geht, desto mehr Steine werden komplett umsonst und die teuren werden einfach auch immer billiger. Ich kann dann beliebig viele Steine kaufen, je nachdem, wie viel ich bezahlen will. In der fortgeschrittenen Variante ist es auch so, wenn ich es komplett leer räume, dann kriege ich noch diese Dekoration oder so eine entsprechend farbige Statue. Ich kann mich in der fortgeschrittenen Variante auch entscheiden, gar nicht weiter zu drehen, sondern nur das hier zu drehen, nur sozusagen dieses innere Rad zu drehen, um dann eine andere Statue vielleicht für mich verfügbar zu machen, weil die auch unterschiedlich wertvoll sein können. Aber das ist im Prinzip der Mechanismus. Ich kaufe dann diese Steine und fülle dann hier auf dem teuersten Feld wieder auf 11 Steine auf. Und das ist natürlich eben so ein schönes Dilemma. Die Sachen werden immer billiger und muss ich überlegen, ist es nicht jetzt eine gute Gelegenheit, sich billig Steine zu holen? Oder will ich lieber ein Gebäude bauen? Das ist die zweite Möglichkeit, die ich habe. Ich habe hier so eine Gebäudeauslage. Gebäude haben Preise, aber es kommt darauf an, wo ich, in welcher Stadt ich dieses Gebäude errichte. Weil man sieht auch hier, das ist das Gleiche wie bei dem Ressourcenrad. Die billigste Stadt, da kann ich mit allen Steinen bezahlen und dann wird es immer weniger. Bei der teuersten Stadt muss ich immer mit den Weißen bezahlen. Je nach, ich kann es auch mischen, wenn es jetzt mehr als einen Stein kostet, so ein Gebäude. Das ist so im Prinzip das Ding. Und die einzelnen Städte, die wiederum geben unterschiedliche Dinge, nämlich Geld und Siegpunkte, wenn man entsprechend
Wertungen auslöst. Geld ist am Ende nichts mehr so richtig wert, es sei denn, man hat hier so eine extra Geldwertung. Das heißt, muss gucken, gleichzeitig braucht man das Geld aber für die Ressourcen. Muss also überlegen, wann schwenke ich da auf Siegpunkte um oder mache ich gleich von vornherein Siegpunkte. Wie läuft das mit den Wertungen ab? Wenn ich mich entscheide zu werten, dann nehme ich hier eines von diesen Wertungssäulen. Und es ist ein ganz interessantes Prinzip. Wenn ich sage, ich werte, dann bekomme ich hier diesen Marker, der einfach nur anzeigt, ich habe jetzt eine Wertung gemacht und jetzt müssen alle Mitspieler in der Reihenfolge sich entscheiden, ob sie der Wertung folgen wollen, also ob sie in ihrem Zug auch werten wollen oder nicht. Wenn sie das nicht machen, kommt ihr Wertungsstein hier runter, den könnten sie zwar später nochmal verwenden, aber sie bekommen nicht den Wertungsbonus. Das heißt, ja, es ist eben viel Timing in diesem Spiel, man kann dann die Mitspieler sozusagen da so ein bisschen reinfuchsen, ob es für sie nicht auch lohnt zu werten. Was kann man werten? Verschiedene Sachen. Hier auf dem Spielplan gibt es zum Beispiel die Städte, die man werten kann, wobei man da immer eine bestimmte Anzahl an Gebäuden schon haben muss in der Stadt. Also ich könnte das eigentlich theoretisch jetzt noch gar nicht machen, aber man sieht schon, jede Stadt kann tatsächlich nur einmal gewertet werden. Wer da zuerst kommt, der malt zuerst. Und dann guckt man einfach zum Beispiel jetzt eben, wenn ich jetzt, sage ich mal, diese billigste Stadt, da bräuchte ich eigentlich drei, aber sagen wir mal, es würde so funktionieren. Dann guckt man hier, wie ist der Gesamtwert der Gebäude, die auf dieser Stadt sind. Das wird multipliziert in dem Fall hier mit einem Geld. Also ich würde jetzt hier eins kriegen, müsste eigentlich noch zwei weitere haben. Und dann seht ihr, das wird dann multipliziert mit einem Siegpunkt, dann später mit zwei Siegpunkte hier. Die teuerste Stadt ist dann mal drei Siegpunkte. Ist natürlich dann deutlich lukrativer. Was gibt es noch? Auf dem Tableau habe ich auch noch Wertungssymbole. Ich kann bestimmte Arten von Gebäuden werten. Die alle, zum Beispiel hier alle Kastelle, ich hätte jetzt ein Kastell gebaut, hätte ich jetzt mehrere Kastelle. Guckt man, überall wird zusammengezählt und das wird dann einfach entsprechend gewertet. Hätte ich hier ein Kastell mit 5, dann würden das 15 Siegpunkte, ja, zum Beispiel. Plus dann alle anderen Kastelle eben auch. Ja, und dann gibt es noch mehr, dann gibt es natürlich auch noch hier zwei Dinge. Ich kriege alle grünen Gebäude, es gibt grüne Gebäude und orangene Gebäude. Alle grünen Gebäude werden, alle orangenen Gebäude werden. Und jetzt gibt es hier eben noch diese Statuen. Wenn ich eben so eine Statue bekomme, dann kann ich die irgendwo hinstellen. Und dann sieht man eben, dass, dass in zwei Städten, ne, wird alles gewertet, wo eine Statue drauf ist. Das ist halt dann noch so ein bisschen eine speziellere Art der Wertung. Außerdem gibt es hier noch, ja, man kann auch noch das auch nur von der fortgeschritten waren, man kann auch noch Geld werten. Außerdem ist es so, dass man hier doch diese Dekorationen sich besorgen kann und die, ach, das habe ich jetzt, ich habe jetzt hier gerade keine richtigen, aber die stellt man einfach hier noch hin und die erhöhen dann einfach nochmal den Wert. Außerdem gibt es auch noch eine Siegendbedingungswertung für die Dekorationen und auch noch eine Mehrheitenwertung für die Statuen am Ende. Ich kann mir außerdem noch hier solche Denkmäler bauen. Das sind einfach besonders teure Gebäude. Ich kann meine bestehenden auch in die aufwerten. Und wenn ich das mache, dann kriege ich auch hier nochmal so eine Verbesserung für mein Tableau, wo ich dann auch noch bestimmte Städte aufwerten kann oder mir sogar noch eine spezielle Wertungsmöglichkeit, also die Wertungsmöglichkeit, Entschuldigung, aufwerten kann. Das ist auch noch möglich. Ja, und das Spiel geht einfach so lang weiter, bis entweder ein Spieler alle Wertungen ausgelöst hat, also keine Wertungssteine mehr hat, oder der Gebäudestapel aufgebraucht ist. Und dann gibt es noch so eine Schlusswertung, wie gesagt. Und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Ja, ich muss sagen, ich bin ja generell einer, der gerne mal alte Spiele spielt. Habe auch viele gute Spielerfahrungen damit schon gehabt. Bei Palästen von Carrara, muss ich allerdings sagen, war ich jetzt nicht enttäuscht, aber auch nicht sonderlich gehypt. Woran lag's? Es ist immer noch ein sehr solides Eurogame. Da müssen wir uns gar nicht, brauchen wir gar nicht für, drüber reden. Wer solche Art von Spielen mag, der wird hier auf jeden Fall interessante Dinge finden können. Was ich mit am interessantesten fand, war der Radmechanismus. Einfach zu sehen, das ist natürlich so, ne, dass dieser, das ist so ein Radmechanismus, wo man denkt, oh, hier Wasserkraft oder was auch immer, wunderbar, ist neu erfunden. Nein, nein, natürlich gab es diese Mechanismen schon früher und werden dann immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Das ist natürlich so ganz interessant, ne? Dass es eben so einen Radmechanismus eben schon ziemlich lange gibt. Und gerade auch jetzt in diesem Spielejahrgang gab es ja viele Spiele mit Rädern. Ich sage nur mal Woodcraft oder Tiletum.
Sehr interessant, dass es eben schon ein älterer Mechanismus ist, der hier auch wirklich natürlich auch gut funktioniert. Man hat halt dieses schöne Dilemma, es wird immer billiger oder ne, immer attraktiver, was zu nehmen, obwohl man will man vielleicht eigentlich werten. Das ist alles ganz schön. Also wie gesagt, mechanisch finde ich, ist das immer noch ein schönes Eurogame. Es haut mich allerdings auch nicht so von den Socken. Was vor allem daher kommt, dass ich die Interaktion in diesem Spiel nicht besonders interessant finde. Natürlich hat man Interaktion, man nimmt sich Sachen weg, man nimmt sich Wertungen weg. Das ist schon ganz interessant, aber es ist halt doch eher ein abstraktes Spiel. Und dazu komme ich, da komme ich im Prinzip zu meinen zwei Hauptkritikpunkten, die aus meiner Sicht dieses wirklich noch sehr solide, gute Eurogame irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß mich empfinden lassen. Und das ist zum einen das Thema und die Gestaltung. Und vielleicht muss man erstmal kurz zum Thema was sagen. Es hat im Prinzip kein Thema. Ne? Wir bauen hier natürlich diese Gebäude, aber im Endeffekt ist es ein abstraktes Ressourcensammeln und Wertungsauslösen-Spiel, was jetzt mit Carrara nicht direkt irgendwas zu tun hat. Es könnte genauso gut die Vorgärten von Hintertupfingen heißen. Das wäre völlig egal. Es ist ein sehr schwaches Thema. Prinzipiell natürlich jetzt kein Dealbreaker. Es gibt viele gute Eurogames, die schwache Themen haben oder austauschbare Themen haben. Aber das muss man hier ganz klar sagen, das Thema zieht hier nicht besonders. Und was ich eigentlich fast noch am schwierigsten finde, ist die Gestaltung, die wirkt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nicht so ganz verstehe, warum Game Brewer hier nicht mehr Hand angelegt hat. Sie haben ein neues Cover gemacht, aber das war's. Alles andere ist gleich geblieben. Klar, macht weniger Arbeit, aber ich sag mal, wenn man so einen großen Reprint macht als Verlag auf eine Crowdfunding-Kampagne, dann, ja, sowas wie Burgen von Burgund vielleicht als Vergleich, dann finde ich es schon eigentlich angebracht, auch optisch und am Material einfach ein bisschen mehr zu machen. Und das wirkt hier einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist irgendwie zu bunt, zu, ja, das hat irgendwie keinen so richtigen Stil. Finde ich einfach nicht hübsch, ja, muss ich einfach sagen. Und dann muss man halt einfach konstatieren, ja, es ist noch ein gutes, solides Eurogame. Man kann sich das auch in den Schrank stellen, wenn man sowas mag, wenn man die Sammlung komplettieren will von Kramer Kieslings oder so weiter. Dann ist das definitiv noch ein Blick wert. Es ist kein schlechtes Spiel. Aber, dass ich jetzt mich hinstelle und sage, oh, endlich gibt es einen Reprint von Palästen von Carrara und jetzt habe ich das abgehackt und jetzt bleibt es für immer in meiner Sammlung, ich werde es immer wieder spielen. Dazu reicht es leider nicht. Da gibt es andere Klassiker, wo ich das eher gesagt hätte. Ich sag mal, Puerto Rico, ja, hat mich deutlich mehr gepackt als Klassiker. Und finde ich auch, fühlt sich auch irgendwie noch zeitgemäßer an, obwohl das Thema natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber da haben sie ja jetzt was Neues draus gemacht und darauf auch reagiert. Paläste von Carrara, wie gesagt, sehr solide, aber nicht mehr. Die Optik ist nicht mehr zeitgemäß und das Thema ist leider ein bisschen schwach und deswegen ist es nur so Mittelmaß. Trotzdem könnt ihr es euch angucken und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr weitere Rezensionen hier gucken wollt und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.